Ja, das ist so eine Form von Blinkern. Das heißt, wir geben die erstmal Regiment, um erstmal etwas Unruhe in diesen Haufen hier zu bringen. Nein, Leute, auf machen! Gleich kommen Kanonenschüsse, Kanonengranaten. Ja, somit versucht man jetzt das Heer ein bisschen auseinander zu reiben, für Unruhe zu sorgen. Ja, soll schon versucht werden, jetzt etwas Unruhe in das Schlachtfeld zu bringen, bevor das schwedische Heer dann eintreffen wird. Geschossen wird gerade Musketen. Musketen, eine Waffe, eine Vorderladewaffe, die in der Zeit des 30er Krieges so ziemlich neu auf den Markt gekommen ist, abgelöst von sogenannten Arkebusen. Wie gesagt, sind Vorderladerwaffen, die mit Schwarzpulver betrieben werden, von vorn, wie das der Name sagt, geladen werden und der Schuss durch einen langen Lauf erfolgt. Ja, der 30-jährige Krieg begann mit dem Fenstersturz in Prag. Das zur Geschichte und war ein Ereignis, was in unserem Raum durchgeführt wurde. Viele Länder waren da drin verwickelt. Frankreich, unter anderem Spanien, Österreich, das kaiserlich-römische Heer. Dann die Schweden. Und die Schweden haben dafür versucht, den protestantischen Glauben hier in der Gegend natürlich zu halten, und die Katholiken natürlich haben versucht, das hier auszutreiben. Von daher war dieser Krieg ein Glaubenskrieg, und ich möchte die Zuschauer auch darauf informieren, dass es hier nicht nur um Spaß geht, denn die Zeit war nicht sehr angenehm. Und es hat viele Menschen das Leben gekostet. Ja, die Schweden, das protestantische Heer, rückt an, die grün-schwedische Brigade. Ja, die Kanonen machen schon ganz schön Kraft. Schwarzpulver ist der erste Explosivstoff, der als Schießpulver für Treibladungen von Schusswaffen verwendet wurde. Im Schwarzpulver befindet sich Salpeter, Kalisalpeter, auch Kaliumnitrat genannt, sowie Holzkohle. In früherer Zeit nahm man dafür Holz aus dem Faulbaum. Deswegen riecht das auch mal etwas nach Schwefel, da Schwefel drin ist, und wie gesagt, diese Holzkohle. So, die Heere stehen sich gegenüber. Geschützter Holzschuss!
ja, das schwedische Team natürlich den Match einnehmen, lässt jetzt wieder eine Kanone schießen. Ja, die Offiziere tun sich ein bisschen heiß machen gegenseitig. Ja, das ist eine Provokation, um zu zeigen, dass die Dänen kampflos aufgeben werden. Aber auch die Schweden wollen unbedingt unsere schöne Stadt haben. Es wird in die Mitte des Schlachtfelds marschiert, denn jetzt kommt nochmal Verhandlung. Das dänische Heer, also die kaiserlichen Truppen, werden natürlich ihre Stadt kampffrei abgeben. Das wollen die Schweden einfach nicht begreifen. In vorderster Front die Offiziere, die gerade ihren Hut zeigen. Das ist einmal Nico Baumgärtel der grün-schwedischen Brigade. Und auf der kaiserlichen Seite Daniel Eichler von den Landeskirchen Dänisch. Ja, es kommt zu Verhandlungen, beide lachen sich aus. So wie ich die beiden kenne, werden sie wieder nicht einig, wie jedes Jahr. Ja, was sagt das Volk dazu? Sollen sie kämpfen? Soll Dänisch ihre Stadt verteidigen? Dann Jubel, Klatsch, zeigt, dass ihr wollt, dass wir Dänisch verhalten wollen. Treibt die Schweden aus der Stadt. Ja, die Verhandlungen sind gescheitert. Es wird Krieg entstehen. Aber ich bin stark davon überzeugt, so wie unsere Truppe aufgestellt wird, wird denen schlicht eingenommen werden. Ja, das ging um den König Gustav des Zweiten Adolfs, dass für ihn hier gekämpft wird, für seinen Glauben, für seine Geschichte, seine Hegemonie, um dass diese hier erhalten kann. Und der Offizier hat natürlich mit diesem Slogan seine Mannschaft gestärkt aufgefordert, in den Kampf zu ziehen. Ja, auf jeder Seite sieht man dann auch Soldaten mit den langen Holzspießen. Diese Holzspieße werden Piken genannt und das sind sogenannte Pikeniere. In der Zeit wurden Piken auch genutzt, vorwiegend in den Kampf gegen Kavallerieeinheiten zu gelangen. Kavallerieeinheiten waren diese, die zu Pferd in den Krieg gezogen sind. Ja, und es geht los, die Piken von weg. Jetzt wird in der Mitte, denke ich, erstmal ein bisschen gekitzelt. Auch an der Kleidung kann man sehen, warum die Soldaten so unterschiedliche Kleidung trugen. Denn es waren verschiedene Heere, die auf den Augen zusammengefunden haben. Es wurden Söldner eingekauft. Söldner waren jene welche, die für Geld halt
in der Schlacht mitgemacht haben und meist in jedem Herrn, wo das meiste Geld, der meiste Lohn, der meiste Soll zu erhalten war. Schwedische Salbe heißt, die erste Linie geht runter in die Knie, die zweite stellt sich dahinter und so hat man die Möglichkeit, dass gleichzeitig zwei Reihen schießen können. Umso mehr Kugeln wandern gegen den Feind und die Sicherheit ist gegeben, dass auch ein paar Soldaten fallen werden. Die Verteidigung der Kategorien versucht, die Piken freizuhalten, denn es wird gleich ein Pikengefecht stattfinden. Diese Pikengefechte wurden dann meist auch von Musketen wieder freigeschossen, denn es kam auch öfter vor, dass die sich dann verhakten und nicht mehr auseinanderkamen. Das gibt erstmal ein Rangel im hinteren Bereich. Sehen wir da natürlich noch andere Typen. Dort haben wir die Rotterschiere. Die Rotterschiere sind Kämpfer im Schild. Sind sogenannte Schwerkämpfer, stammen aus der spanischen und österreichischen Herkunft. Sie hatten leichtes Kettenhemd, Stahlhelme sowie Rapier, also ein Langschwert, und sind somit in den Krieg gezogen. Ja, durch den Mut und die angeführte Technik wurden die meisten doppelt belohnt und auch Elite als Elite und Bessergestellte unter den Söldnern dargestellt. Ja, es stellt sich auch die Frage, warum marschieren die Heere so nah aufeinander zu? Dazu muss man sagen, dass die Musketen, aus denen man den Schuss löst, nicht zielsicher waren. Das heißt, man konnte die Richtung bestimmen, aber nicht genau das Ziel. Und die Schüsse der Musketen hatten eine Reichweite von ca. 80 Meter, um jemanden treffen zu können. Man hatte seinen Mann zu stehen und muss dabei damit leben. Entweder trifft einen die Kugel oder sie trifft einen die Kugel. Die Musketiere gehen dann immer wieder hinter die Pikeniere, um ihre Waffen neu laden zu können. So, wie an der Stelle kann man sehen, dass die Mannschaften gleich stark sind. Es wird sich neu geordnet. Und mit jedem Schuss steht man in der Hoffnung, aus dem feindlichen Heer wieder etwas weg zu machen. Die Schweden gehen zurück, das kaiserliche Heer geht zurück. Es wird neu beratschlagt, wie man besser durch den Kampf oder durch das Kampf kann. In der Mitte hier steht dann wieder die sogenannte schwedische Salve. Wie gesagt, die erste Reihe knielt ab. Die zweite Reihe steht dahinter und so hat man die Möglichkeit, mehrere Schützen gleichzeitig schießen lassen zu können. Schuss, Achtung, wieder die Ohren zu halten.
Kern, was hier gerade so lecker riecht im Nebel, ist das Schwarzpulver, wie gesagt, die Schwefelgerüche, die da natürlich mit durchziehen. Ja, der Commander der Katholiken, also unser Heerführer hier, der Stadelic, hat schon wieder die große Klappe und wartet, dass die Schweden wieder zurück in die zweite Runde treten, aber die tun noch etwas verhandeln. Er überlegt noch, wie er seine Mannen aufstellt. Jo, der kam schön laut. Und man sieht, bei den Katholiken sind wieder zwei Mann gefallen. Ja, das war eine Taube, die jetzt hier runterfliegt. Auch das kam, dass auch ein paar Vögel nach unten kamen. Und es geht weiter im Gefecht zur zweiten Runde. Das schwedische Heer unter ihrem Kommandeur Nico Baumgärtel, den man ja in der Mitte so schön steht, sieht, ist voller Tatkraft, zeigt seinen Mannen, dass sie ihren Mann stehen sollen, dass sie es bis zum Ende führen. Er hebt seine Fahne, er will den Sieg. Genau wie gegenüber die Katholiken wieder in die Mitte ziehen. Die Musketiere links. Lauter die Trommel schlägt, umso heißer wird der Kampf. Man zog sich wieder zurück. Viele Verwundete liegen jetzt schon von. Und jetzt sehen wir hier natürlich die Marketenterei. Denn die Marketenterei war nicht nur zum Essen kommen da, sondern sie wurden aufs Gefechtsfeld geschickt, um die Verwundeten zu versorgen. Sollten diese schon tot sein, wurden geplündert. Das heißt, das hieß, man hat ihnen die Waffen abgenommen. So, die Musketiere haben sich wieder vom schwedischen Heer hinter den Piken bzw. Rotterschieren aufgestellt. Jetzt kann man sie richtig deutlich sehen. In der Mitte links von der Feuerwehr die Rotterschiere. Um diese nochmal zu beschreiben, es sind Schwertkämpfer spanischer und österreichischer Herkunft. Diese trugen Stahlbrustharnisch, Arm- und Beinschienen. Leichtes Kettenhemd teilweise, Stahlhelme, ein Rapier, auch Langschwert genannt. Und es waren vorwiegend halt Söldner, diese sehr in die Elite oder besser gestellte Soldaten in der Zeit waren. Die Musketiere treten wieder nach vorn, in die Mitte mit rein, denn es soll zum Endkampf werden.
dass alle gleichzeitig in den Krieg ziehen, Kanone von hinten. Dadurch liegen die Soldaten. Das war eine List der Schweden. Da ließ die Kanone schießen. Man legte sich vorher ab. Damit konnte das kaiserliche Heer jetzt nicht rechnen. Und es fielen wieder alle. Exekutiert, schätze ich mal. Er muss vor ihm niederknien. Ja, wir sind gespannt, was sie mit ihm machen werden. Und euch freien Abzug anbieten, in Ehre. Das kann er vergessen mit seinem Luppenhaufen. Ja, es wird verhandelt, obwohl die Dänischer jetzt gerade sehr schlecht gekämpft haben. Tod! Ja, während der Verhandlung wurde der Commander der Dänischer